Beim Erstellen von wichtigen Dokumenten, zum Beispiel Berichten oder von Abschlussarbeiten, da möchte man schon mal, dass ein anderer dieses Dokument durchliest und seine Verbesserungsvorschläge anbringt. Rechtschreibung und Grammatik, die werden ja schon recht gut von Word überprüft, aber wenn da etwas sachlich nicht richtig ist, da muss man noch eine andere Person oder andere Personen zu Rate ziehen. Und da bieten sich dann Überarbeitungsmarkierungen oder Kommentare an. Ich will zunächst zeigen, wie man solche Kommentare hinzufügt oder entfernt oder diese bearbeitet. Wir finden die Kommentare im Register Überprüfen in der Befehlsgruppe Kommentare und da gibt es dann gleich den neuen Kommentar als Schaltfläche. Und ich möchte hier hinter Inline-Elemente mal einen Kommentar anbringen. Ich habe den Cursor dahin geklickt und klicke dann auf Neuer Kommentar. Hier links geht dann ein zusätzliches Fenster auf und dahin schreibe ich dann meinen Kommentar. Was sind Inline-Elemente? Bitte erkläre das. Das habe ich hier geschrieben und dann kann ich zur nächsten Stelle gehen. Und da wieder einen Kommentar einfügen. Da schreibe ich jetzt nochmal Test. Wenn ich einen Kommentar nachträglich verändern will, dann kann ich einfach an diese Stelle klicken und schreibe hier zum Beispiel noch ein Fragezeichen hin. Wenn ich dann fertig bin, speichere ich das. Die Kommentare werden mitgespeichert. Und ein anderer Bearbeiter kann sich das dann durchschauen. Und der hat eine andere Kommentarfarbe und das will ich gleich zeigen. Jetzt hat der Bearbeiter Rainer Unsinn dieses Dokument geöffnet und gibt auch einen Kommentar. Zum Beispiel an der Stelle nachverfolgten Änderungen, an dieser Stelle, da hat er die Anmerkung, ob das nicht besser nachvollziehbare Änderung heißen muss. Und da klicke ich dann auf Neue Kommentar und da sieht man dann auch gleich eine andere Kommentarfarbe und da kann man dann seinen Kommentar schreiben. Sind gemeint? Fragezeichen. So, jetzt sind Kommentare geschrieben. Man kann dieses Fenster dann auch wieder schließen, das Dokument speichern. Und schickt es dann an den Bearbeiter zurück, damit er die Kommentare zur Kenntnis nimmt und sich dann darüber Gedanken macht, was er an diesen Stellen vielleicht verbessert. Derjenige, der das dann macht, der hat die Möglichkeit, über diese kleinen Schaltflächen zum vorigen oder zum nächsten Kommentar zu gehen. Und hier sieht man, es geht das Fenster wieder auf. Er kann hier die Kommentare lesen und kann da überlegen, ob er Änderungen vornimmt. Und wenn das geschehen ist, dann ist der Kommentar überflüssig und man kann ihn hiermit löschen. Dann geht man zum nächsten Kommentar, macht ebenfalls wieder die Bearbeitung und kann ihn dann anschließend löschen und so weiter.